Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus Christian und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Mit einem Watchface für Wear OS, dem Watchface HMK Watch Digi 257 Watchface von HMK Watch. Meine Güte, was für ein Name. Funktioniert auf der Galaxy Watch 4, wie immer für euch dort getestet. Aktuelle Versionsnummer 1.0.4, 2,05 MB groß. Erforderliches Betriebssystem Android 9.0 oder höher. Und bei mehr als 1000 Downloads gibt es noch keine Durchschnitts-Sterne-Bewertung. Digitaluhr, 10 verschiedene Farben und Complications könnt ihr meiner Meinung nach nicht einrichten. Es gibt allerdings, Es gibt allerdings auch schon vordefinierte App-Shortcuts, nämlich für Telefonkalender, Musikplayer, Weltzeituhr, SMS, Schritte und so weiter. Und es werden zahlreiche Sachen angezeigt, nämlich Akkustand des Smartphones, Akkustand der Uhr, gelaufene Kilometer, Heartrate, Schritte, Uhrzeit, Weltzeituhr, ist wahrscheinlich Complication, und noch zahlreiches mehr, wirklich viel Wetter und so weiter und so fort. Verschiedene Farben, das Ganze sieht ja ein bisschen aus wie so eine alte Casio-Digitaluhr, sag ich mal. Und das gefällt mir ziemlich gut. HMK Watch Digi 257. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.